Musikreactions weniger auf dem Kanal. Ich werde jetzt auf Twitch sein. Bis jetzt ist der Plan dienstags und sonntags um 20 Uhr. Einen Zweitkanal von mir, Merch Live. Hallo liebe Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja Leute, das heutige Video ist auf ganz spontane Basis entstanden. Also ich habe jetzt hier kein Skript oder ich weiß auch gar nicht, was ich jetzt hier groß sagen werde. Ich habe für euch gute und auch schlechte Neuigkeiten. Wie soll ich sagen, Leute? Ich werde mit YouTube aufhören. Es wird nie wieder ein Video mehr von mir kommen. Geil, Mann! War natürlich nur ein Witz, Leute. War natürlich nur ein Witz. Ne? Und die Hater, die sich jetzt gerade gefreut haben. Ja! Nee, Leute. Nee. So schnell kriegt ihr mich nicht los. So schnell kriegt ihr mich natürlich nicht los. Ich möchte ein bisschen mal mit euch über meinen Kanal reden. Also wer sich für mich gar nicht so interessiert und halt immer nur da ist, um so irgendwelche Reactions oder sowas anzuschauen, kann gern weiterschalten. Aber ich habe hier ein bisschen wichtigen Talk und ich würde mich freuen, wenn ihr das bis zum Schluss anschaut. Wie ihr wisst, habe ich jetzt ja dieses Jahr die 10.000 Abonnenten geschafft. Und hauptsächlich ist das nicht durch meinen eigenen Content wie die Essence-Videos oder sonstiges entstanden, sondern durch Musikreactions. Mein Kanal hat ursprünglich, das habe ich jetzt schon oft genug gesagt, mit Lifehacks und Essensvideos begonnen und das ist ein großer Teil von mir. Also das wird auch noch immer so bleiben. Ich habe dann immer vielleicht ein paar Abonnenten mehr bekommen und dieses Jahr ist es wirklich komplett explodiert. Also ich glaube, ich habe dieses Jahr 6.000 bis 7.000 Abonnenten dazu bekommen durch die Musikreactions. Und ja, jetzt sind wir hier mit fast 11.000 Abonnenten auf dem Kanal. Ich glaube jetzt 10.400 oder sowas, aber ich bin wirklich für jeden Abonnenten dankbar und da wollte ich nochmal einfach Dankeschön an euch sagen. Wir haben aber ein kleines Problem, Leute. Für was soll denn mein Kanal stehen? Mit was möchte ich bekannt werden? Ist es mit Musikreactions oder mit meinem wirklichen eigenen Content? Und ich bin euch ehrlich, ganz, ganz safe mit meinem eigenen Content. Ich habe Musikreactions immer so nebensächlich zu meinen eigentlichen Sachen gemacht und es ist eigentlich auch so gewesen, dass ich nur auf die Künstler reagiert habe, die ich auch wirklich mag. Das waren halt Rin, Ufo und Shindy ab und zu, wenn er halt mal keine Single aus dem Nichts gedroppt hat. Dann hatten wir 2020 die Pandemie und hatten mehr Zeit. Und was ist dann passiert? Ja, der Mert hat sich gedacht, okay, ich kann jetzt auch auf andere Künstler reagieren. Was im Endeffekt für meinen Kanal oder für die Aktivität meines Kanals eigentlich relativ gut war. Also ich habe mehr Kanalaktivität bekommen, meine Views sind gestiegen, Abonnenten sind gestiegen und alles. Also es war eigentlich nichts Negatives. Das ganze Musikreaction-Ding gab es auch zu meiner Zeit, also wo ich letztes Jahr angefangen habe. So, ich kann es auf der Hand abzählen, es waren ungefähr 5 Stück. Mit manchen hatte ich auch das Vergnügen zu reden oder mal zu schreiben und ich schreibe mit manchen noch bis heute. Unter anderem Grüße gehen raus an den Chris. Der Markt ist einfach überflutet. Während es noch vor einem Jahr ungefähr 5 Musikreaction-YouTuber gab, die das wirklich professionell, gut und schön durchgezogen haben, sich Mühe gegeben haben, immer was gesagt haben zu den Beats, zu den Lyrics, Parallelen gebildet haben, bisschen mehr Hintergrund zu den Künstlern erzählt haben und sich wirklich sehr, sehr, sehr viel Mühe gegeben haben, gibt es jetzt Künstler bzw. ja, YouTuber, die einfach versuchen, irgendeinen Müll zu labern. Hauptsache, das Video ist immer als erstes von allen Musikreaction-YouTubern online. Hauptsache, das Video ist so schnell wie möglich online, dass der YouTube-Algorithmus es nach oben pusht und man so seine Abonnenten und Likes bekommt. Ich persönlich habe mich dafür komplett dagegen entschieden. Viele sehen es vielleicht, ich schneide meine Videos immer. Ich füge eine Musik hinzu, ich füge einen Beat hinzu, ich versuche mal ein bisschen was zu erzählen. Ich habe ein Intro und ein Outro und bei mir kommen die Videos halt nicht immer 10 Minuten oder 15 Minuten, nachdem man das sofort aufgenommen hat, sondern bei mir kommt es immer vielleicht eine Dreiviertelstunde bis eine Stunde später online. Und es ist auch nichts Schlimmes. Es ist wirklich nichts Schlimmes. Früher war es dann so, ich bin dann schlafen gegangen und kurz bevor ich dann um 2 Uhr, 3 Uhr nachts schlafen gegangen bin, habe ich gesehen, Alter, das Video hat jetzt schon 300, 400 Aufrufe. Krass, krass, krass. Wenn du jetzt ein Video eine Stunde oder eineinhalb Stunden zu spät hochlädst, gibt es vielleicht höchstens 10, 15 Leute, die sich die Videos anschauen. Das ist halt das Problem. Der YouTube-Algorithmus pusht halt die Leute, die das Video als erstes immer hochladen. Ne? Und die Aktivität, je nachdem gut oder schlecht ist. Aber es ist halt logisch. Das Video ist als erstes drauf, die Leute klicken als erstes drauf. Liken es auch, wenn die was Gutes erzählen oder wenn die irgendwas erzählen und dann wird es automatisch hochgepusht. Das ist halt bei mir nicht mehr der Fall. Lange Rede, kurzer Sinn. Aus unternehmerischer Sicht rentieren sich für mich die Musikreactions nicht mehr. Also
ich bekomme nicht mehr die Aufmerksamkeit, die ich davor bekommen habe. Und das Problem habe nicht nur ich, sondern halt auch die anderen Künstler. Also ich habe mir die anderen 5, die ich jetzt in meinem Kopf habe, ich glaube, ihr könnt euch schon ungefähr mal denken, wer das ist. Und Liebe geht wirklich an die alle 5 auch raus ungefähr. Ich habe mir mal auch deren Kanal angeschaut und bei denen ist es auch so. Manche Videos haben auch dann 10.000, manche dann wieder nur 1.000 oder 2.000 Aufrufe. Und ja, es ist halt das Problem. Es ist, wenn 10, 15 YouTuber, die sich nicht Mühe geben, einfach irgendeinen Ranzer hochladen, dann pusht es unsere Videos halt wieder komplett nach unten. Und ich stelle mich als Zuschauer mal einfach hin und gehe auf YouTube, gebe mal UFO361 Rich Rich ein. So, und wenn das so eine lange Liste ist von Musik-Reaction-YouTubern, welchen soll ich mir denn da einfach raus abpicken? Welchen soll ich mir denn überhaupt anschauen? Der Markt ist überflutet. Es ist viel zu viel. Viel zu viele Musik-Reactions. Und das Problem, finde ich, ist auch die... ich habe auch bei den Musik-Reactions an sich auch keinen Spaß mehr so richtig, weil sich von vielen Künstlern die Lieder einfach gleich anhören. Also es gibt ein Lied, das kommt raus, 3 Wochen später kommt noch ein Song, 3 Wochen später kommt noch ein Song und alle ähneln sich von der Lyrik, vom Text, vom Aufbau, von der Struktur her. Ich finde, es gibt nur sehr, sehr wenige Künstler, bei denen ich wirklich immer nochmal einen kompletten Unterschied höre. Und da gehören meine Favorite-Künstler halt wirklich dazu. Ich finde, Rin macht das sehr gut, auch wenn Renato jetzt in letzter Zeit nicht so viel hochgeladen hat, aber da bekommen wir wahrscheinlich demnächst mal wieder was zu hören. UFO macht das ziemlich gut, auch wenn viele sagen, ja, UFO, die Texte ähneln sich uns, aber ich finde, UFO hat nochmal einen ganz eigenen Vibe. Und Shindy und Janka von Küçük Efendi darf man natürlich auch nicht vergessen. Ne? Die 4 Künstler, finde ich, machen das immer sehr, 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 sehr gut. Ich möchte euch auf meinem Kanal nicht mit Musik-Reactions zu bombardieren, weil ich persönlich stehe nicht dahinter. Ich mag zwar diese Musik-Reactions aufzunehmen von Künstlern, die ich feier, also wo ihr auch seht, Alter, der feiert die voll, der ist richtiger Fan und ihr wisst auch, welche Künstler ich da meine. Aber ich möchte nicht mehr, dass das Hauptding auf meinem Kanal ist. Klar, die Videos und die Views werden bei mir dann automatisch runtergehen. Abonnenten werden auch automatisch runtergehen. Aber das ist mir egal, Leute. Das ist mir egal. Ich möchte qualitativ hochwertigeren Content auf meinem Kanal bringen. Also vielen Dank an die Leute, die mich wirklich immer supporten. Auch auf Videos, wo sie überhaupt keine Lust haben manchmal. Gehen sie drauf, liken, kommentieren und alles ist super. Also vielen Dank an euch. Was ist jetzt der Plan? Was wird jetzt der Mert machen? Ja, der Mert möchte jetzt auf seinem Hauptkanal nur noch 2 Videos die Woche bringen. Es ist einmal eine Musik-Reaction am Donnerstag, also wirklich nur eine. Und ich weiß noch nicht ganz, ob Sonntag oder unter der Woche, aber da kommt dann auch nochmal ein Hauptvideo. Und das sind dann halt aber ein bisschen aufwendigere Projekte, beziehungsweise ein bisschen... Also eigentlich einfach mein Content. Ne? Ich sage jetzt nichts Projekte, es ist einfach mein Content. Keine Reaction, gar nichts. Einfach mein Content. Das kann auch was mit Fashion bezogen sein oder mit Mode oder ein Unboxing. Einfach, wo ich sage, da stehe ich dahinter. Aber keine Angst, Leute, es gibt natürlich nochmal ein neues Projekt. Die Farbe da hinten ist schon richtig. Vielleicht seht ihr das auch. Ich habe jetzt ein bisschen hier mal umgestellt. Ich habe jetzt alles neu gemacht. Und ja, Mert mit 3Ö wird jetzt auch auf einer anderen Plattform präsent sein. Ich werde jetzt nämlich auch auf Twitch streamen tatsächlich. Das ist mein Benutzername auf Twitch. Mert Live heiße ich da. Also Ö geht leider nicht, deswegen Mert Live. Aber ich glaube, wenn ihr auch Mert oder sowas eingibt, müsstet ihr auch dazu kommen. Aber gebt einfach Mert Live ein und dann kommt ihr sofort auf meinem Kanal. Und ja, Leute, der erste Stream wird am Samstag um 20 Uhr sein. Das ist jetzt ein bisschen weg von den eigentlichen Uhrzeiten. Aber der erste Stream ist am Samstag um 20 Uhr. Ich würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, wenn ich vielleicht mit ein paar von euch da auch ein bisschen kommunizieren könnte und ihr mir da ein bisschen Feedback geben könntet, wie das mit Twitch und alles so bei mir gelaufen ist. Aber es ist mir persönlich wichtig, dass ich mit euch zusammen agiere. Das heißt, ihr könnt mir immer gerne sagen, ey Mert, reagier auf das oder Mert, mach mal das und so. Und ich werde mir alles wirklich zu Herzen nehmen und sagen, okay, solange das mir auch passt, werde ich auf jeden Fall das machen. Es kamen super, super viele Leute, haben zu mir gesagt, Mert, kannst du mal auf so Street-Comedy-Sachen reagieren? Mert, kannst du mal auf Mahan oder auf Leon reagieren? Mert, kannst du mal auf Memes reagieren? Und ich habe das immer so einzeln auf meinem Kanal gebracht, aber ich möchte das jetzt alles wirklich separat, was Reactions angeht, separat alles auf einen Kanal packen. Und jetzt gibt es auch einen Zweitkanal von mir, Mert Live.
Da könnt ihr mich wirklich abonnieren, wenn ihr einfach mehr von mir sehen wollt. Wenn ihr euch, wenn euch was interessiert, könnt ihr euch das anschauen. Die Abonnentenzahl ist da ausgeschaltet und die wird auch bis jetzt eigentlich für immer ausgeschaltet sein. Dass ich persönlich jetzt auch keinen Druck habe zu sagen, okay, scheiße, ich habe jetzt erst 2 Abonnenten oder ich habe erst 3 Abonnenten. Das soll alles wirklich super, 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 super easy und einfach entspannt ablaufen. Also ich lade dann einfach Videos hoch jeden Tag oder alle 2 Tage, mal schauen. Also das sind dann höchstwahrscheinlich die Streaming, die Stream-Highlights von Twitch. Das heißt, da gibt es auch Content und da gibt es wirklich ganz normale Reactions, so wie ihr es vielleicht von den anderen YouTubern kennt, zu irgendwelchen bestimmten Themen. Also wirklich super entspannt. Ich würde mich mega, mega freuen, wenn ihr auf den Kanal dann unten klickt in der Videobeschreibung. Da ist jetzt auch ein Video hochgeladen und den Kanal auf jeden Fall abcheckt und mich da unterstützt. Ja Leute, zusammenfassend, was soll man sagen? Ich habe sehr, sehr viel gelabert. Ich glaube 20 Minuten, ich muss das echt runterkürzen. Musik-Reactions weniger auf dem Kanal. Ich werde jetzt auf Twitch sein. Bis jetzt ist der Plan dienstags und sonntags um 20 Uhr. Auf dem Kanal werden jetzt mehrere größere und schönere Projekte kommen. Morgen gibt es eine Musik-Reaction und am Sonntag gibt es ein Interview von mir. Ein richtiges Interview. Seid auf jeden Fall sehr gespannt. Bleibt alle gesund, checkt die Kanäle ab. Und ich danke nochmal an jeden Supporter. Ich habe euch wirklich alle sehr, 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 sehr lieb, Leute. Ihr wisst, ich bin immer sehr, sehr glücklich und dankbar für das, was ihr mir hier gibt und ermöglicht habt. Und genau, bleibt gesund und wir sehen uns dann hoffentlich. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wenn du noch kein Abonnent bist, dann abonniere auf den Kanal und aktiviere die Glocke, damit du nichts mehr verpasst. Ja, hier ist trotzdem mein Video eingeblendet. Das kannst du dir auch nochmal anschauen. Und dann sehen wir uns morgen wieder, Leute. Haut rein. Ciao.